Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone Heroes of Warcraft. Wir machen da weiter, wo wir vor ungefähr 10 Monaten aufgehört haben, nämlich den Hexenmeister zu spielen. Uns fehlen nur noch 4 Level, um auch hier Level 10 zu erreichen und damit auch diese Klasse fürs Erste zumindest abzuschließen. Wir gehen dazu wieder in den gewerteten Spielmodus. Denn wir haben ja festgestellt, dass die KI mittlerweile keine Gefahr mehr für uns darstellt. Und deswegen müssen wir gegen echte Spieler kämpfen. Zum Beispiel gegen Timmy aus Arkansas, der jetzt gleich gegen mich spielen wird, während er eine Pizza vertilgt. Und zwar eine Familienpizza. Timmy wiegt übrigens ungefähr 200 Pfund. Und hat sich noch nie von seinem Schreibtischstuhl bewegt, weil er mit ihm verwachsen ist. In Mitty Knight ist sein Name offenbar. Jo, was machen wir hier? Ich schmeiß mal alles raus. Ich möchte ein bisschen Early Game haben. Das habe ich offenbar mit dem Leerwandler sogar geschafft. Das Herz der Karten bei mir heult. Ein Two-Drop. Das ist auch ganz nett. Wollen wir mal schauen, was dieser Schurke, pardon, Timmy, uns entgegenzusetzen hat. Ich spiele mal ein bisschen hier rum gerne an den Schlachtfeldern. Mache ich sowieso immer gerne. Ich finde, Blizzard hat sich dafür Mühe gegeben, die zu designen. Und es kommen ja auch mit jeder Erweiterung neue Schlachtfelder dazu. Er macht offenbar gar nichts. Nun, das ist schlecht für ihn. Ich spiele meinen Armani-Berserker aus. Mit der coolen Wutanfallfähigkeit. Ihr wisst ja wahrscheinlich noch, was das bedeutet. Sobald dieser Diener Schaden erleidet, triggert der Wutanfall-Effekt. Er hätte dann also zum Beispiel 5-2 oder 5-1 an Stats, was ihn sehr gefährlich machen kann. Okay, er setzt seine Heldenfähigkeit ein und greift nicht an. Dann spiele ich den Ghoul. Ja, er ist jetzt auf dem Board natürlich meilenweit hinterher. Das dürfte ein großes Problem für ihn werden, denn der fleischfressende Ghoul wird auf jeden Fall schon mal einmal dadurch stärker, dass er den Leerwandler töten muss, um an ihn heranzukommen. Es sei denn, er benutzt einen Zauber. Könnte sein, dass er jetzt Deadly Poison raushaut und dann vielleicht den Leerwandler one-hittet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er scheint auch etwas unentschlossen zu sein. Timmy, nimm noch mal ein Stück Salami aus seinem Mund und... Ein Wolfsreiter. Gut. Momentan läuft es sehr gut für uns. Also wir haben jetzt in jeder Runde den passenden Drop gespielt. Haben also eine schöne Mana-Kurve genommen. Die in ihrer Makellosigkeit ungefähr genau den gleichen Hügel hat wie meine Nase. Ein wahres Prachtstück der Evolution. Ja. Was könnte denn das sein? Seriously? Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug war, mein Freund. Denn alles, was du tust, ist dem Ghoul noch mehr Futter vorzuwerfen. Okay. Nimm alles zurück. Er hat natürlich jetzt schon relativ viel Leben eingebüßt. Ich könnte das Beschwörungsportal spielen. Es ist dann allerdings total ungeschützt. Egal, das bedeutet, dass ich in der nächsten Runde auf jeden Fall den Champion von Stormwind spielen könnte. Und ich habe ja auch immer noch einen Schattenblitz, um irgendeinen etwas größeren Diener hier wegzuhauen, der mein Beschwörungsportal gefährden könnte. Das ist der tobende Worgen. Ja, den kann ich auch loswerden. Und die Kopfnuss. Okay. Das Risiko wollte er offenbar nicht eingehen.
Ja, jetzt haben wir zwei Worgen auf dem gegnerischen Spielfeld. Das ist natürlich... Ja. Ich muss den Worgen loswerden. Jetzt kann ich das allerdings nicht mehr. Säurehaltiger Schlamm, den können wir nicht spielen. Weil es hier ja auch heißt, nicht weniger als eins. Ja, das war eigentlich ein Missplay. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte einen Mana-Punkt mehr. Aber so wild ist das auch nicht. Dann soll er halt das Beschwörungsportal töten. Das kann er meinetwegen tun. Wir werden schon Möglichkeiten und Wege finden, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Meixner ist natürlich blöd. Dass er so eine starke Karte hätte, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. 2,8 an Stats, kostet 6 Mana und hat eben die Fähigkeit, jeden Diener zu vernichten, der von Meixner verletzt wurde. Und da Meixner 8 Leben hat, kann sie zum Beispiel viele... Kreaturen auch loswerden irgendwie. Zwei Yetis zum Beispiel. Ich muss mich bald entscheiden. Womit man die Mana-Kosten mehr als wieder drin hätte. Machen wir erstmal das. Gucken, was wir ziehen. Succubus. Ich brauche irgendwas auf dem Feld. Ich muss das jetzt so spielen. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Meixner muss auf jeden Fall weg, weil sie gerade wirklich arg unser Spiel bedroht. Wenn er Meixner hat, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass er Zugriff auf Naxxramas hatte. Das erste Abenteuer von Hearthstone. Meixner war eine der Belohnungen für einen abgeschlossenen Flügel dieses Dungeons. Da gab es noch einige weitere, zu denen wir dann aber später noch irgendwann mal kommen werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mal mit euch zusammen dann so das Abenteuer jeweils durchspiele und euch dann sage, was man bei den jeweiligen Bossbegegnungen dann für Belohnungen gekriegt hat. Das war blöd. Das, mein Freund, war blöd, denn Meixner ist tot. Mit dem Schattenblitz und der weltlichen Angst zusammen können wir Meixner loswerden. Und darüber hinaus sogar noch eine Karte ziehen. Höllenfeuer. Ich mach das Board frei. Das heißt, in der nächsten Runde könnte ich den Champion spielen. Dann hätte ich immerhin eine große Kreatur auf dem Feld. Er hat vorhin Attentat gespielt. Könnt ihr hier nochmal sehen. Vernichtet einen feindlichen Diener. Und wenn er nicht nochmal Attentat hat, dann ist unser Champion im Großen und Ganzen jetzt erstmal sicher. Hier haben wir ein Problem. Wir müssen eigentlich Höllenfeuer spielen, bevor der Naxxramas-Schem über 3 kommt. Das ist problematisch, Freund. Das ist echt problematisch. Er zittert vor der Macht, Sturmwind. 7 Schaden, das ist eigentlich... Das ist zu viel. Ich guck mal, was er tut. Kann nämlich auch sein, dass er tradet aus Angst. Okay. Das ist übrigens eine ziemlich schlechte Karte. Aber ich denke mal, er hat sie genommen aus dem Mangel an Alternativen. Also das wird ein Spieler sein, der keinen so großen Kartenpool hat. Wobei, also wenn man Naxxramas hat, sollte man auf keinen Fall die Priesterin von Elun im Deck haben. Da gibt es so viel anderes gutes Zeug. Kommt drauf an, wie viele Flügel er von Naxxramas hat. Wirst du traden?
fast gedacht. Hab ich mir doch fast gedacht. Gut, folgendes. Das. Und 5-5er sollte reichen. 5-5er für 5 Mana. Ist vollkommen okay. Also, zwar ohne jeglichen anderen Effekt dann, aber das muss jetzt einfach ausreichen. Und wie gesagt, er hat nur noch 12 Leben, also wir können ihn jetzt ein bisschen unter Druck setzen, wenn er mich nicht unter Druck setzt. Wonach es gerade irgendwie aussieht. Timmy hat sich offenbar das Stück Salami tatsächlich aus seiner Visage gezogen. Ich kann es nicht riskieren, so viel Schaden einzustecken. Ich muss den töten. Das hätte man jetzt auch eleganter lösen können, aber ich weiß einfach nicht, was er auf der Hand hat. Ah, er hat sowas auf der Hand. Da kann er natürlich jetzt problemlos richtig viel Schaden raushauen. Wenn er klug ist, tradet er jetzt mit der Blutelfenklerikerin den Succubus. Macht er das? Macht er das? Er macht es. Er macht es tatsächlich. Ja, Gruul wächst sehr schnell. Für die Horde. So. Es wird jetzt schwierig für ihn. Allerdings muss er eigentlich nichts weiter machen, als mit Gruul meinen Frostwolf-Kriegsfürst zu töten. Denn ich kann mit der Dunkelschuppenheilerin alleine keine Lethal-Situation erzeugen. Dafür brauche ich den. Und ich habe gerade nichts auf der Hand. Das heißt, ich lebe von dem, was ich ziehe. Und das Herz der Karten hat mich doch schon mal im Stich gelassen. Also, ich kann mich nicht darauf verlassen. Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass er jetzt gleich 10-5 hat. Und damit kann ich den auch nicht mit meiner Dunkelschuppenheilerin töten. Das hilft mir nicht. Das hilft mir. So viel zum Thema, das Herz der Karten mag mich nicht. Ich gehe zu, das ist ein bisschen unverschämt fast schon, aber das ist halt auch teilweise die Art und Weise, wie dieses Spiel funktioniert, man muss es ganz ehrlich sagen. Luck gehört einfach dazu. Wir sind Stufe 7. Können jetzt unser nächstes Spiel machen und gucken mal, ob wir das vielleicht schneller über die Bühne kriegen, denn ich habe so ungefähr kalkuliert noch 20 Minuten, 25 allerhöchstens, weil ich ja angeteasert hatte, dass ich mit dem Hexenmeister 3 Videos verbringen will. Und vielmehr will ich mich mit den Klassen auch nicht mehr wirklich aufhalten, denn es fehlen nach dem Hexenmeister immer noch ein paar. Und wir wollen ja auch irgendwann mal auf meinen richtigen Account wechseln. Das ist ja alles auch noch nicht passiert. Behalten wir einfach mal auf der Hand. Das ist eine sehr schlechte Starthand, aber das kann jeder halbwegs normal denkende Spieler auch mit seinem Anfängerwissen irgendwie feststellen. Oh, scheiße. Fußsoldat von Goldhain. Wir sind so gefickt. Hätte ich gewusst, dass das kommt, wäre ich heute gar nicht aufgestanden. Das ist eine Katastrophe. Was bist du, Timmys satanistischer Bruder? Satashima?
Also wer Goldheinz spielt hier, der hat wirklich den ganz krassen Shit am Laufen. Feurige Kriegsaxt ist eine schöne Kriegerkarte. Ich hasse den Succubus einfach. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den im Deck habe. Ich verstehe es nicht. Ich zieh mal eine Karte. Die nächste. Die bringt mir jetzt natürlich nicht wirklich viel. Das ist nicht so schön. Jetzt wäre so ein anständiger 3-Drop wäre ganz gut gewesen, aber habe ich auch, glaube ich, gar nicht in meinem Kartenpool. Der Schleim wäre jetzt gut gewesen. Der Schlamm da. Der die gegnerische Waffe zerstört als Kampfschrei-Effekt. Dieser Schlamm. Okay. Gut, damit wäre seine Waffe aufgebraucht. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Klar, er kann jetzt weiter Schaden machen, aber er muss sich halt auch überlegen, ob er das Yeti stehen lassen will. Er hat jetzt... Ich finde, er hat mit dem heldenhaften Stoß echt übertrieben, weil er wollte unbedingt Schaden in mein Gesicht machen, aber was nützt es ihm wirklich, wenn er den Schaden jetzt macht? Er hätte das jetzt für das Yeti übrig gehabt. Und das wäre wesentlich klüger gewesen. Den Berserker so zu spielen ist natürlich auch nicht unbedingt klug. Im Schattenblitz ist er jetzt weg. Ich clear jetzt mal das Board. Das ist zwar nicht so elegant. Aber ich kriege immer noch eine Karte davon. Und es ist auch sogar eine gute Karte. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch 15 Leben. Der Schildmeister kann uns da jetzt echt den Hintern retten. Schildblock, 3 Mana. Der gegnerische Held erhält 5 Rüstung und eine Karte. Wir spielen das. Was könnte er denn haben, was 2 Schaden verursacht? Na, ich will dafür sorgen, dass das Yeti noch stehen bleibt. Deswegen heile ich es jetzt. Denn für den Krieger 4 Schaden anzurichten ist... Was wollte ich sagen? Ist schwieriger? Are you mad, Bro? Ist wirklich ein Satanist. So. Es ist mir wirklich lieber, dass meine Dunkelschuppenheilerin 4-1 hat, als mein Schildmeister von Senjin 3-1. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Diese Spottkreatur soll irgendwie ein bisschen robuster sein. Geht hinter mir in Deckung. Gut. Ich glaube, er weiß ganz genau, wie das Ding sterben wird. Moment. Ich könnte jetzt auch den Champion von Stormwind spielen. Ich könnte aber auch den spielen. Es lohnt sich eigentlich nicht, den Succubus zu spielen, weil es ist egal... Es ist egal, welche Karte er zerstört, das ist scheiße. Auf jeden Fall mehr wert als der Succubus. Okay, das ist nett. Damit können wir vielleicht irgendwas Bullsartiges machen. Ja, er hat eine Menge Druck gerade auf sich lassen. Auch viele Spottkreaturen irgendwie. Sehr, sehr viele sogar. Also der spielt auf Zeit. So kommt es mir zumindest vor. Er spielt massiv auf Zeit. Massiv auf Zeit. Für die Horde. Was glotzt du so? Na komm, was fliegt weg dafür? Natürlich der Ogre. Das hätte ja nicht das Yeti sein können. Naja, egal.
Das Board gehört sowieso uns. Wenn er jetzt nicht gerade Scharmützel spielt, dann sollte alles ganz gut laufen. Okay. Okay. Das ist eine Karte aus dem neuen Kartenset, TGT. Und daran erkennt ihr jetzt auch, dass es mittlerweile released ist. Naja, das sollte euch ja sowieso nicht wundern. Und ja. Eine richtig fette Kreatur, 9 Mana, 9-7 und hat halt einen Kampfschrei, der dem Feuerelementar des Schamanen ähnlich sieht. Ich werde auf Nummer sicher gehen und nicht zulassen, dass er irgendwas auf dem Feld hat. Also sobald, solange jetzt nichts Gravierendes mehr passiert, dürfte er verloren haben. Ja, hinrichten. Interessiert mich auch gerade nicht die Bohne. Noch mehr Spott. Hilft nichts. Lethal und weg. Ja, interessantes Deck vom satanistischen Bruder von Timmy. Also jede Menge Spottkreaturen, eigentlich fast nur Spottkreaturen. Da hatte der irgendwas anderes noch. Ja, wir haben die nächste Karte freigespielt und zwar ist es Opferpakt. Vernichtet einen Dämon, stellt bei eurem Helden 5 Leben wieder her. Ihr habt ja schon mitgekriegt, dass man bei dem Hexenmeister viel seiner eigenen Lebenskraft einbüßt und Opferpakt soll dem so ein bisschen offenbar entgegenwirken. So, wir werden jetzt nochmal hier ein paar normale Spiele absolvieren, weil die einfach viel schneller gehen. Damit wir noch auf Stufe 10 kommen und dann können wir das Ganze abhaken. Ich denke, wir haben den Hexenmeister genug in Aktion jetzt erstmal fürs erste Mal erlebt und wirklich viele Klassenkarten sieht man natürlich in diesen ersten Übungsrunden nicht, weil viele noch nicht freigespielt sind, viele besitzt man einfach nicht. Aber das ist ja nicht das letzte Mal, dass wir über die Klassen sprechen und uns die zumindest mal so ein bisschen oberflächlich anschauen. Wie gesagt, ich bin eigentlich selbst nur ein Gelegenheitsspieler, der nicht viel Ahnung hat, aber für den einen oder anderen Sieg hat es bisher immer gereicht und von daher. Man könnte so machen. Ist jemand verletzt? Okay. Das hilft dir nicht. Ja. Er dürfte damit ziemlich in Bedrängnis gebracht sein. Denn er hat nichts auf dem Feld. Er hat einen Voodoo-Doktor. Gerade meine Jacke runtergeschmissen. Tschüss, Jacke. Ah ja, der Gastwirt. Ist ein echt guter Freund von mir. Ich mag ihn auch mehr als Timmy. Muss ich gestehen. Jo. Und der arme Priester hat wieder nichts auf dem Feld. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Schließt euch uns an oder stirbt. Ach komm. Den Schattenblitz kann ich sowieso verzichten. Jo, ich würde sagen, das war's. Was wir dann noch groß tun? Wir haben Lethal. Da passiert nichts mehr. Jo, das war's. Und wir spielen mal gegen einen Paladin. Ja, mit Opferpakt gibt es in TGT auch einige lustige Kombinationen. Es gibt da eine
Karte, die sich Schreckensross nennt. Das ist total lustig, also es gibt auch momentan einige Spieler, die mit dem Schreckensross-Deck herum experimentieren. Zum Beispiel ein sehr bekannter Streamer namens Creeparian. Also, wenn ihr euch mal coole Streams angucken wollt, ich finde Creeparian sehr gut. Er bringt jeden Tag eigentlich ein Video zum Thema Hearthstone raus. Und ich gucke mir das meistens auch an, weil ich es sehr unterhaltsam finde. Wo spielt er denn jetzt noch aus? Are you even... In welcher Welt lebt man, wenn man... Wie kommt man auf die Idee, Goldheins überhaupt zu buffen? Das ist so fernab der Realität. Ja, ja, ist in Ordnung. Einfach nur schnell ins Gesicht. Also die KI überrascht einen echt immer wieder mit Absurditäten, wie man sie sonst noch nie gesehen hat. Wie wäre es denn, wenn wir das so machen? Und dann so. Okay, jede Menge Spott auf der Hand, warum nicht? Komm durch diesen Wall aus Schilden. Mit einem Rekruten der silbernen Hand. Und noch einen davon. Ich habe Paladin nichts auf dem Feld. Was willst du buffen? Okay. Melde mich zum Dienst. Das ist raffiniert. Ich gehe ins Gesicht. Ich will ihm mal das eine hier lassen. Jede Menge Buff-Zeug auf der Hand. Okay. Melde mich zum Dienst. Machen wir mal so. Und Spott. Die Tore sind geöffnet. Na, der wird mich auch nicht großartig aufhalten. Du zögerst das Unvermeidliche nur heraus. Und das war's. Ich weiß gar nicht, was die letzte Karte des Hexenmeisters ist, die wir freispielen. Werden wir ja gleich sehen. Bin so ungefähr, ja. Kommt hin, ich bin so ungefähr von der Zeit her da, wo ich hin wollte. Also gleich bei einer halben Stunde. Ja, das wird auf jeden Fall noch ein Video. Dann kommt es auch mit den drei Videos für den Hexenmeistern hin. Ich muss die Wildnis schützen. Eure Seele wird mir. Warum habe ich immer nur fette Kreaturen auf der Hand, wenn ich starte? Wahrscheinlich, weil mein Deck größtenteils auch aus großen Kreaturen besteht. Ich habe irgendwie kein. Nicht wirklich viel Early Game und das, was ich habe, ist auch kacke. Succubus ist scheiße. Ich weiß gar nicht, warum ich den im Deck drin habe. Vielleicht für den. Ja. Okay, ich weiß wieder warum. Ja, was werfen wir ab? Okay. Mr. Druide. Du stehst doch auf Hufe und so ein Scheiß und Schwänze und Flügel. Wie findest du den Succubus? Ja. Genau so machen wir das. Na, geht er nochmal mit der Heldenfähigkeit drauf? Schade. Das wäre es jetzt gewesen.
guter bin ich für meinen Schildmeister. Sogar noch ein zweiten. Ja, das sind gute, solide Karten. Die spielt natürlich kein Spieler mehr, der wirklich einen einigermaßen guten Cardpool hat. Aber trotzdem ist er grundsolide. Für das, was man mit ihm vorhaben könnte. So, natürlich das. Es gibt einfach nichts über Board Control in Hearthstone. Wer das Board kontrolliert, gibt den Ton des Spiels an. Und das ist meistens ausschlaggebend, um das Spiel zu gewinnen. Es sei denn, es kommen jetzt irgendwelche total kranken Kombos, die der Gegner aus der Hand spielt. So wie Force of Nature und Savage Roar. Aber dazu kommen wir später. Oh, noch eine davon. What are you doing now? Total gut, jetzt diese Karte zu spielen. Ich hab Liefe. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Aber auch nur gerade so. Höllenfeuer! Ist das nicht eine Fähigkeit irgendeines Digimons? Ah ne, das war Flammeninferno und nicht Höllenfeuer. Ich vergaß. Aber ich lebe immer noch meinen Traum. Denn er wird wahr. Ich gehe meinen Weg. Und stelle mich der Gefahr. Denn alles, was wichtig ist, werde ich erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich greife nach den Sternen, ich bin bereit. Ich glaube an mich und es ist bald soweit. Und alle werden bei mir sein. Ich bin bereit. Oh Gott. Findet ihr, ich sollte die Staffel nochmal gucken? Ich finde ja, unbedingt. Du spielst deinen Eber, ich spiele meinen Succubus. Okay. Ja, mach mal. Stört mich nicht. Ich ignoriere die KI auch irgendwie mehr oder weniger. Ich versuche gar nicht aus ihr zu lesen. Ich geh einfach face. Ja, das ist das, was der gemeine Jäger von heute nämlich auch tut. Face zu gehen. Ja. Wupp. Plustern wir unseren Ghoul mal ein bisschen auf. Naja, das wäre ohnehin egal gewesen, was ich da jetzt gemacht hätte. Die wären beide gestorben. Ja, weiter Face, ganz toll. Ich bin richtig stolz auf dich. Wie, du gehst nicht Face? Hoffentlich bleibt das hier die stehen. Was könnte er machen? Lass die Hunde los. Nein! Warum? Das ist jetzt einfach großartig. Okay, so und so. Give me a card, please. Okay. Ja. Wenn er das Beschwörungsportal nicht schnell wegkriegt, dann hat er ein großes Problem. Und das heißt ich. Nein, das heißt nicht ich, das heißt Valdis. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, ein 9-9. Das ist großartig.
Wie gesagt, ich ignoriere jetzt einfach alles. Er kann spielen, was er will, das ist mir egal. Er kann auch meinetwegen Kernhund spielen, das ist zwar kernig, aber Kerne spucke ich meistens sowieso aus. Sieg! Und die letzte Basiskarte des Hexenmeisters ist unser. Und es ist... Alle Basiskarten dieser Klasse erhalten. Die Streckenshöllenbestie, eine starke Dämonenkreatur. 6 Mana kostet sie, sie hat 6/6 an Stats und einen sehr interessanten Kampfschrei. Sie fügt nämlich allen anderen Charakteren einen Schaden zu und ist demnach ein Drittel eines Höllenfeuers. Ja, wird auch heute noch oft gespielt. Ja, das war's erstmal vom Hexenmeister. Wir sehen hier in unserem Questlog, dass wir uns beim nächsten Mal dem Jäger zuwenden werden. Leider. Ja, es wird auf jeden Fall wild, das kann ich jetzt schon mal sagen. Haltet die Ohren steif und schaltet auch wieder ein, wenn es soweit ist. Waldes 348 und Hearthstone und vielleicht Timmy, hoffentlich nicht.